Abend herzlich zur Pressekonferenz mit Matthias Jeisel und mit Max Weber. Matthias, 2:1 Sieg, glaube ich, ein verdienter Sieg und eine gute Ausgangsbasis für das Mittwochspiel. Schönen guten Abend in die Runde. Ich sehe es genauso, dass es ein verdienter Sieg war. Natürlich der Spielverlauf hat uns ein paar Steine in den Weg gelegt. Die Rapide Mannschaft hat es auch wirklich gut gemacht. Die hat gefightet bis zum Schluss, hat die Zweikämpfe geführt. Da waren wir auch vorbereitet darauf. Aber natürlich über das frühe Gegentor dann nach einer Standardsituation war es nicht einfach. Rapid hat das Spiel dann etwas defensiver nach der Führung angelegt. Und so mussten wir dann wirklich auch vor allem in der zweiten Halbzeit mit der nötigen Geduld, aber trotzdem zeitgleich mit der nötigen Zielstrebigkeit dann das Ganze angehen. Und ich glaube, bis zum Ende haben wir das richtig gut gemacht und demnach auch verdient gewonnen. Max Weber, wie lautet dein Matchfazit? Guten Abend zuerst einmal. Nach dem 1:0 von Rapid haben wir natürlich gewusst, dass es sehr, sehr schwierig wird. Rapid hat dann ihre Taktik eigentlich nur auf lange Bälle umgestellt und das Spiel hat sich dann hauptsächlich um den zweiten Ball gedreht. Wir haben dann erste Halbzeit gebraucht, damit wir in unsere Intensität finden, in unsere gewohnte Zweikampfstärke. Und umso länger das Spiel gedauert hat, desto mehr haben wir dann Kontrolle über das Spiel gewonnen und mit Geduld dann auch die nötigen Torchancen kreiert und die Partie dann noch einmal gedreht. Zu viel mal von uns, bitte um eure Fragen Handzeichen. Wenn Philipp Kirchtag beginnen, wir da vorne bitte. Guten Abend, Frage an den Herrn Jeisler, gratuliere zum was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Pause gesagt nach dem Rückstand? Also ich denke, dass die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit ein doch ganz anderes Gesicht gezeigt hat und wie Sie gesagt haben, auch am Ende verdient gewonnen hat. Ja, wir haben vor allem der Mannschaft mitgegeben, dass sie geduldig bleiben soll, dass sie auch eine nötige Matchplantreue dann an den Tag legen soll, was die Positionierung angeht. Das war wichtig. Ja, die junge Mannschaft ist dann immer recht schnell gewillt, gerade nach so einem Gegentreffer dann auch vielleicht ein Tick zu hektisch dann auch auf den Ausgleich zu gehen. Demnach haben wir das in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht und wie ich es vorhin gesagt habe, über die Vielzahl der Torchancen dann auch verdient gewonnen. Christian Hackl aufs Mikro. Zwei Fragen. Waren Sie durch die Aufstellung von Rapid ein bisschen überrascht? Ich sage jetzt einmal, dass die Ersatzbank von Rapid fast prominenter war als die Startelf, wenn man da schaut. Und eine zweite Frage, um ein Härchen in der Suppe zu finden. Ihr wart jetzt zweimal, seid ihr in Rückstand geraten. Jetzt gegen LASK und jetzt gegen Rapid. Ist natürlich ein Qualitätsunterschied, das konnte man drehen. Sollte gegen Bayern wahrscheinlich nicht passieren. Ja, grundsätzlich zur Aufstellung war es die eine oder andere Änderung, die wir jetzt so nicht erwartet haben. Von der Formation her sind wir davon ausgegangen, dass es auch eine Raute wird, so wie oftmals auch in der Vorbereitung schon von Rapid gespielt, neben dem 4-2-3-1. Demnach war das jetzt keine große Überraschung. Und natürlich ein Rückstand gegen die Bayern kann schon auch mal passieren. Also die sind nicht ganz so schlecht. Aber wenn man natürlich dann auch so zurückkommt wie die letzten zwei Spiele, nehmen wir das gerne auch so mit am Mittwoch. Da die nächste Frage, bitte. Hallo, Florian Eckel vom Bayerischen Rundfunk. Florian. Wenn ich mal hier auf die Zahlen schaue, 70% Ballbesitz, ich vermute mal, am Mittwoch wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel geben. Liegt Ihnen und Ihrer Mannschaft das eher, dass Sie nicht mit dem Ball am Fuß das Spiel machen müssen? Ja, also es ist so, dass wir in der Champions League grundsätzlich schon auch immer wieder viele Spiele dabei hatten, wo der Ballbesitzanteil hoch war. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Es gibt Partien, wo wir extrem effektiv im Umschalten sind, wo der Gegner vielleicht auf sehr hohem Niveau mehr Ballbesitz hat, aber wir können genauso erfolgreich sein mit viel Ballbesitz. Also ich habe aber sicherlich den Eindruck, so wie ich die Bayern jetzt analysiert habe, dass sie gewillt sind, auch mit Balllösungen zu finden, das vielleicht dann nicht nur auf lange Bälle und zweite Bälle angelegt ist, so wie heute es der Fall war. Weitere Fragen? Ganz recht. Peter Duda?
Eine Frage an den Trainer. Wie viel Positives kann man für das Spiel am Mittwoch gegen die Bayern mitnehmen? Machen wir. Okay. Grundsätzlich sehr viel, weil man hat wieder ein Spiel, das wirklich hart umkämpft war, gewonnen. Wir sind jetzt sehr gut in die Saison gestartet, ins Kalenderjahr 2022 mit 2 Siegen. In Pflichtspielen, das gibt Selbstvertrauen für die Partie am Mittwoch. Dass die Spielanlage und der Gegner völlig anders ist, ist uns klar. Aber man hat schon gezeigt heute, dass die Mentalität, die Haltung absolut in Ordnung ist. Ja, großes Kompliment, wie wir jetzt zum wiederholten Male eine Partie gedreht haben. Und das gibt uns, wie gesagt, den nötigen Rückenwind für die Partie am Mittwoch gegen die Bayern. Peter Guttmeier, vielleicht gibt es ja auch eine Frage zum heutigen Spiel, wer weiß. Max, wie geht es dir so? Kurz zu zwei Personalien. Karim Adeyemi hat ein bisschen angeschlagen gewirkt. Ist da irgendwas Ernsteres? Und das zweite, Niki Seiwald, Comeback gefeiert. Sehr brav, wie ich finde. Wie war dein Eindruck? Und ist er dann für Mittwoch vielleicht auch schon für längere Zeit ein Thema? Also Karim geht's gut. Er hat leider weite Teile der Vorbereitung nicht mitmachen können. Deswegen fehlen ihm hier und da noch ein paar Körner. Und mit Niki bin ich natürlich auch sehr, sehr zufrieden. Das war nicht vorherzusehen, dass er so schnell auf diesem Top-Niveau dann wieder zurückkommt. Er hat es im Training schon gezeigt, dass er wieder fast schon der Alte ist. Und da müssen wir mal schauen, wie er jetzt heute die Partie verkraftet hat. Er hat jetzt gerade mal 2 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gehabt. Und da lassen wir uns jetzt auf jeden Fall für Mittwoch mal noch nicht in die Karten schauen. Wir hoffen, dass er, wie gesagt, die Partie heute gut verkraftet hat. Florian. Genau, ich hätte auch 2 Fragen. Einmal nochmal eine Nachfrage zu Karim. Das Spiel heute wirkte so ein bisschen, dass es vielleicht nicht seinen Stärken so entspricht, auch dadurch, dass Rapid so tief stand. Inwiefern glauben Sie denn, dass Ihnen das vielleicht am Mittwoch eher liegen kann, wenn Sie eher über Umschaltmomente kommen? Und zweite Frage, also zum einen rein optisch, aber zum anderen auch so von der Art, wie Sie coachen und natürlich auch mit der Jugendlichkeit. Gibt es da irgendwie Parallelen, die Sie auch sehen zu Julian Nagelsmann? Ich gebe dir schon den einen oder anderen gleichen Schritt in der Karriere. Ja, zu Karim. Natürlich hat er eine extreme Stärke mit seiner Schnelligkeit und die kommt ihm sicher auch zugute in Umschaltaktionen. Aber er hat auch in der Saison schon gezeigt, dass er hervorragend agieren kann gegen tiefe Gegner. Auch da hat er die nötige Qualität, sorgt auch immer wieder vor Torgefahr. Wie gesagt, ihm fehlen jetzt noch die letzten Körner, um auf seine 100% zu kommen. Ich hoffe, dass es am Mittwoch schon der Fall sein wird. Und zur zweiten Frage. Ich habe schon viel über die Vergleiche gehört, aber ich halte da nicht so viel davon, weil grundsätzlich Julian ist Julian, ich bin ich und das Einzige, was ähnlich ist, ist, glaube ich, so ein bisschen die Historie. Wir hatten hier und da den gleichen Verein, wo wir tätig waren, in Hoffenheim, auch in Leipzig und natürlich das Alter, aber das Einzige, was ich sagen kann, dass ich einen Hut davor ziehen muss und kann, was er für eine Trainerkarriere bis dato hingelegt hat in so jungem Alter, das ist aller Ehren wert und er macht aktuell auch mit dem FC Bayern einen überragenden Job. Ich möchte hinweisen, dass wir beim SK Rapid zu Gast sind und gerne noch einmal über Spiel reden. Die Bayern-PK gibt es am kommende Woche am Dienstag. Nächste Frage ist da vorne, bitte. Dann stelle ich mal eine an den Max. Du bist hier bei Rapid ausgebildet worden. Ist es noch was Besonderes, hierher zurückzukehren? Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Wir kennen immer sehr, sehr viele Leute, die arbeiten, die hier spielen. Haben immer Kontakt zu sehr vielen Leuten, die sehr, sehr eng mit dem Verein verbunden sind. Von dem her freue ich mich natürlich, dass ich einige Leute, die mir gut gesinnt sind, wieder mal treffe. Und der Rest ist 90 Minuten Fußballspiel für mich. Christian Hackl. Ich war da auch immer gut gesinnt, glaube ich. Du kennst ja den Club auch sehr gut. Ich meine, Gott sei Dank fällt jetzt in zwei Stunden diese Personenobergrenze. Glaubst du, war das natürlich, hätte Rapid in dieser Situation den 12. Mann ganz dringend gebraucht? Oder wäre das eigentlich egal geworden, weil
ihr auch lieber in einem vollen Stadion spielt? Ja, natürlich. In so einem Spiel, wo es fast jeden Zweikampf geht, um jeden zweiten Ball, und natürlich helfen dann 30.000 Leute mehr als 2.000. Und es ist natürlich schade, dass sie in 5 Stunden nicht ausgegangen ist. Ich glaube, auch für uns Spieler ist es cooler, vor einer vollen Kulisse zu spielen, als wie vor einem fast leeren Stadion. Aber ich glaube, dass es bei uns einfach aufgrund von der Planung zum Bayern-Spiel nicht wirklich in die Trainingssteuerung reingepasst hat. Und deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir am Mittwoch eine volle Hütte haben. Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Dabeisein. Einen schönen Abend. Wiederschauen. Schönen Abend.